Klickenabendler, wir sind beim Pegasus Presse-Event kurz vor der Messe in Essen und ich stelle euch hier Tower Up vor, ein Familienspiel für 2 bis 4 Personen, dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten ab 8 Jahren und wir bauen hier Hochhäuser und versuchen da der cleverste Architekt oder Immobilieninvestor in der Stadt zu sein. Es gibt einen Plan, den man zu dritt oder zu viert spielen kann und einen für 2 Personen, der hat ein bisschen mehr und ein bisschen weniger von den Flächen. Wir haben es jetzt so aufgebaut, dass ich hier ein Spielertableau habe, es gibt aber auch die anderen Spieler, die haben genau das gleiche Tableau, die haben auch hier so ein Nupsi, mit dem man hier laufen kann. Die haben aber auch andere Gebäude, das wollte ich euch schon noch zeigen. Das heißt, das sieht optisch natürlich komplett auch anders da aus, dreidimensional. Der gelbe Spieler hat so ein Gebäude hier. Und das Spiel endet, wenn der letzte Spieler von uns das letzte Gebäude gebaut hat, das letzte Dach. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und das Spiel ist rum. Zu Beginn der Partie müssen wir erstmal noch zufällig irgendwie 3 Gebäude nehmen und irgendwo auf dem Plan verteilen, weil wir eine gewisse Startkonstellation brauchen und dann kann das Spiel beginnen. Wenn ich dran bin, kann ich erstmal Gebäude einsacken, das heißt, ich nehme eine Karte, das wäre hier grau, weiß, braun und nehme mir das dann und lege die zu mir. Und zu Beginn, sagt gerade die Kamera, habe ich vergessen, haben wir sowieso von jeder Farbe 1 und von jedem ein Gebäude. So, das heißt aber, wenn ich die Karte genommen hätte, hätte ich das halt dazu bekommen und kann die da so drauf tun. Und könnte jetzt, wäre meine Aktion fertig. Die Karte wird natürlich hier nachgefüllt. Das ist auch alles in der Box in diesem Inlay da. Ich tue das jetzt mal gerade so ein bisschen zur Seite schieben. Dabei gibt es auch Karten, wenn ich die nehme, wo ich Gebäude kriege. Aber auch mein Element hier, mein Fahrzeug weiter bewege. Und dann kommt die Karte weg. Und es gibt Karten, wo ich mir die Farbe aussuchen kann. Das ist quasi ein Joker. Und ich kann mir die 2 aussuchen, die ich dahin tue. Und immer wieder werden die Karten halt nachgefüllt. Die gehen eigentlich nicht aus. Das ist kein Spielelement in dem Sinn. Aber es können mal 2 sein, mal 3, mal 4. Und es kann auch sein, dass sich hier eine Farbe bewegt. Dann kommen wir zum Hauptkernpunkt, warum wir überhaupt in den Spiel agieren wollen. Wir wollen einmal Siegpunkte kriegen und wir wollen vor allem bauen. Wie kriegen wir Siegpunkte? Wenn wir in jedem Stadtviertel ein Gebäude besitzen. Gebäude besitzen tun wir, wenn da ein Dach drauf ist. Wenn wir das geschafft haben, in jedem kriegen wir 7, dann 5, dann 3. Also das ist ein Wettlauf. Wenn wir es geschafft haben, in 4 Parks, das sind hier diese, ein Gebäude gebaut zu haben mit einem Dach von uns drauf, kriegen wir auch Siegpunkte. Und wenn wir auf jedem Farbgebäude quasi 1 gebaut haben, kriegen wir Siegpunkte. Das ist schon mal wichtig. Jetzt aber noch die Frage, wie wir bauen können. Wir können immer nur benachbart zu einem Gebäude bauen, das da ist, mit einer Farbe, die an kein anderes Gebäude, das angrenzend ist, gleich ist. Das heißt, wenn hier ein graues ist, kann ich hier ein weißes bauen und muss alle Gebäude, die angrenzen, erweitern. Das heißt, ich muss die Teile haben. Das Graue kann ich jetzt erweitern, das war mein Zug. Jetzt kann ich entweder hier oder hier ein Gebäude drauf bauen, ein Dach von mir, zum Beispiel auf das Graue, und gehe mit dem Grauen 2 Schritte vor. Wenn ich das später mal mache, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt schon genug Bauzeug da, kann ich halt auch mit Schwarz hier benachbart bauen. Da müsste ich mich dann selbst überbauen. Und wenn da halt schon vorher ein braunes Gebäude war, muss ich das 1 hoch machen. Und wenn da ein weißes Gebäude war, muss ich das 1 hoch machen. Und nach meinem Zug dann wieder auf dieser Gebäude wieder platzieren und dann wieder laufen. Sollte ich es geschafft haben, durch dieses Laufen mit meinem letzten Baufahrzeug diese Linie hier zu überschreiten, kriege ich einen Doppelzug und darf sofort nochmal machen. Also wieder eine Karte nehmen oder bauen. Wichtig ist, wenn die hier schon weitergezogen sein sollten und ich bin hier mit Braun und kriege jetzt aber 5 Braun, 1, 2, 3, 4, 5, kriege ich nicht 2 Doppelzüge, sondern maximal nur 1 pro Runde. Das heißt, ich sollte das schon clever nutzen, wenn ich den Doppelzug nutzen will. Andererseits, je weiter vor sie kommen, umso mehr Siegpunkte kriege ich. Also es macht doch schon Sinn, mal auf ein sehr hohes Gebäude zu setzen. Und am Ende bringt es auch Siegpunkte wieder ein, wenn ich möglichst viele Dächer habe. Denn alle Dächer, die am Ende des Spiels sichtbar sind, geht der hier 1 vor, er 1 Dach, 2 Dach, 3 Dach, 4 Dach, 5 Dach. Und ich kriege dann dementsprechend Siegpunkte. Ist also alles wichtig und wenn ich die Ziele erfülle, kommen sie hierhin. Siegpunkte am Ende des Spiels auch wichtig. Jetzt kann es natürlich passieren, dass mit der Zeit Flächen da sind. Wenn da einer mal reingesetzt hat, ist das Ding safe und platziert sich da drauf. Dann kann halt keiner mehr überbauen, da geht ja gar keine Strecke mehr hin. Und wir bauen auch nicht den ganzen Plan voll. Also das Spiel geht relativ zügig, sehr schnell gespielt, weil es ist, wie gesagt, ja zu Ende, wenn einer halt Dächer platziert. Und jedes Mal, wenn quasi einer von uns baut, wird ja ein Dach platziert und das geht sehr, sehr schnell. Das heißt, wir müssen stetig dafür sorgen, dass wir genug Bauelemente haben und bevor das Spiel endet, getriggert wird, dafür sorgen, dass wir vorher noch genug Bauelemente gesammelt haben, weil der das Spiel endet, triggert, dann ist ja jeder noch einmal dran,
wenn man dann quasi nichts machen kann, war das ein sehr dämlicher Zug, das ist mir passiert. Das waren, glaube ich, alle Regeln, die es zu Beginn zu beachten gibt. Wir versuchen also hier hochzukommen, wir versuchen dadurch eigentlich vor allem Siegpunkte zu machen, die Ziele zu erfüllen und clever zu agieren und vielleicht den ein oder anderen Mitspieler zu überbauen, weil, wie gesagt, am Ende des Spiels zählt ja jedes noch sichtbare Dach auch Punkte, und zwar nicht wenig, hier 3, da 4, da 5, da schon 7 Punkte, die man kriegt. Das heißt, auch da sollte man die Mitspieler ein bisschen einschränken und sie wieder zubauen und ihnen nicht zu viele Dächer zu geben. Das war Tower Up, und was wir davon halten, das sagen wir euch jetzt. Wie ist denn das in Kiel mit Hochhäusern? Gibt es da viele? Nee, ne? Ja, also wenn du jetzt aus Frankfurt kommst, dann würde ich sagen, sind das alles Flachbauten in Kiel. Wir haben tatsächlich, ich glaube, so die höchsten haben so vielleicht so 23 Stockwerke oder so. Gängig sind so 7, 8 Stockwerke. Das zählt in Kiel schon als Hochhaus. Wir haben eins, das nennt sich der Weiße Riese. Ich glaube, das hat so 22, 25 Stockwerke. Aber nein, nicht vergleichbar. Vor allem nicht mit dem ganzen Investmentviertel und so in Frankfurt. Süß. 8 Stockwerke ist ein Hochhaus. Ja. Und ein ganz riesiges 25. Ja, das ist irgendwie süß. Ich war jetzt ja neulich in New York. New York ist halt unglaublich krass. Aber ja, Frankfurt ist da mit den Hochhäusern, kommt da schon ran. Aber New York schlägt natürlich keiner. Ja, New York hat ja auch, da gibt es auch Spiele zu in diesem Jahr tatsächlich, aber nicht vom Pegasus. New York hat ja auch Gebäude, die aussehen wie Bügeleisen. Flat Iron, ja. Das ist großartig, das Gebäude. Alright, das ist Tower Up, ist ein schnell gespieltes Spiel mit hoher Tischpräsenz. Ne? Also, dass man hier die Gebäude hochbaut, ist ja hier wirklich sehr schnell, sind die halt in der Höhe. Es macht also was her, ist einiges an Plastik drin, was man mag oder nicht. Ich habe da persönlich nichts dagegen. Ich finde es optisch schön. Ist ein sehr schnelles, taktisches Spiel. Ich habe mich da ein bisschen verquatscht mit den Cuplex-Macher, habe da ein bisschen nicht aufgepasst, als wir da Siegpunkte gedingst haben. Also man muss hier schon Attention keepen. Hier kann man nicht einfach nur bauen und nicht aufpassen. Man muss genau gucken, kann ich einen abschneiden oder nicht. Will ich jetzt die Mehrheit an mich reißen? Hat er das Ziel demnächst erfüllt? Wann ist das Spiel zu Ende? Das muss man beobachten. Und wenn euch sowas gefällt, ähnliche Konsorten wären dann vielleicht Metropolis oder sowas, dann seid ihr hier richtig. Wenn euch das zu trocken rüberkommt, dann ist das so, dann seid ihr hier falsch. Genau, also was man sicherlich auch noch nennen kann, ist das 1994, ich glaube sogar im Jahr vor Siedler, zum Spiel des Jahres gewählt worden, Manhattan, ja, damals, was es gab. Anderer Mechanismus, aber du hast eben auch deine Hochhäuser in verschiedenen, ich glaube 4 Vierteln irgendwie versucht zu bauen. Und genau das ist es, ja. Und wie gesagt, hast du vorhin erwähnt, schnell gespielt. Wir haben jeder 8 Dächer, das heißt vom Prinzip wäre es nach 8 Runden um. Brauchst natürlich immer ab und zu mal Bauelemente, aber ich würde jetzt schätzen 20, 22 Züge. Ja, ich würde sogar sagen, wenn du optimal spielst, kannst du wahrscheinlich die gleichen Anzahl an Zügen haben, wo du Elemente holst. Also ich glaube, so wirklich in 16, 17 Runden ist das auf jeden Fall durch, glaube ich, wenn du einigermaßen gut spielen kannst. Kommt natürlich auch mal ein bisschen darauf an, wo du hin willst und wie viele Gebäude du bedienen musst. Ich würde sagen, gutes Mittelspiel. Jetzt kein Highlight für mich, tatsächlich nicht. Dafür sind die anderen einfach viel zu gut, wie Bombbusters und das Sync. Aber es ist ein gutes Spiel, kann man jederzeit spielen, wenn man das mag. Und wenn man es nicht mag, dann ist es halt nichts für einen. Mehr kann ich da eigentlich nie wirklich zu sagen. Nee, wirklich ein sehr, sehr solides Bauspiel. Ja. So ein kleinen Ärgermechanismus, wenn ich dir eben noch mal einen draufsetze, um das eigene Dach zu machen oder irgendwie versuche, mich dann abzuschneiden und zu sagen, so, das ist jetzt safe mein Turm. Genau, wer sowas mag, so ein bisschen haptische, leichte Bauspiele, wirklich mit ganz, ganz simplen Regeln, der sollte sich Tower Up mal angucken. Alright, das war Tower Up. Bis dann, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao. Ciao, ciao.